Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play God of War 2, wo wir heute mal gucken, was sich hinter Tor Nummer 1 verbirgt hier. Dem unterseeischen Tunnelwerk. Natürlich immer erstmal da lang, wo wir wahrscheinlich nicht lang müssen. Im Zweifelsfall nach unten. Denn ich will ja möglichst viele Geheimnisse und Schätze finden. Sie haben das Mäuren-Amulett erhalten. Wunderbar. Die Statue der Mäuren leuchtet, sobald sie in Reichweite sind. Die gelbe Anzeige zeigt an, wie viel Ladung sie noch haben. Okay, wir haben jetzt die Fähigkeit erhalten, die Zeit zu stoppen. Allerdings nur für eine begrenzte Zeit. Das Relikt des Helds, ein Amulett des Schicksalsgöttin, lässt dich rasch durch die Zeit bewegen, während alles um dich langsamer wird. Nur was bringt mir das gerade? Außer, dass ich jetzt natürlich hier wieder hochklettern kann. Und wie ihr seht, lädt sich das Mäuren-Amulett dann auch wieder auf. Sodass ich es quasi immer wieder benutzen kann. Das ist wie Teras Fluch aus Ghost of Sparta. Die Leiste hat sich ja auch immer gleich wieder aufgeladen. Wird natürlich auch fleißig für Rätsel hier im Spiel genutzt. Lachesis. Gefallener Gott. Niemand entgeht dem Urteil der Mäurinnen. So ist es bestimmt. Nur der Tod erwartet dich am Ziel deiner Reise. Mein Tod stand am Anfang dieser Reise. Die Mäuren halten keinen Sieg für dich bereit. Deine Seele findet niemals Frieden, denn das ist dein Lohn. Ich bin, was die Götter mich machten. Das ist ja immer gleich so brutal werden muss. Furchtbar. So, nachdem ich mir jetzt die beiden Schätze geholt habe, muss ich ja mal die Frage stellen, komme ich jetzt irgendwie da wieder hoch oder muss ich wieder ganz runter und nochmal von... Vergesst, dass ich gefragt habe. Hätte mir eigentlich denken können. Tag, da bin ich wieder. Das natürlich vorher gewusst hätte, dann hätte ich mir da einen Weg gespart. Rein theoretisch habe ich das ja auch vorher gewusst. So, die kriegen jetzt hier natürlich richtig schön aufs Maul. Weil ich ja die Zeit verlangsamen kann. Wir lassen dich dein Schicksal nicht ändern, Kratos.
So, und der Lohn dafür ist, dass ich hier gerade schon wieder volles Brett aufs Maul kriege, ja? Du kannst dein Schicksal nicht ändern, Sterblicher. Niemals wirst du in unsere heilige Tempel gelangen, Kratos. Mich noch weiter zu nerven hier? Du kannst dein Schicksal nicht ändern, Sterblicher. Ich bin echt ein bisschen nervig, was sie da gerade machen. Wir lassen dich dein Schicksal nicht ändern, Kratos. Toll, Zeit einhalten, anhalten gegen diese Gegner bringt ja im Prinzip gar nichts, wa? So ein bisschen mein Gefühl gewesen gerade. Du kannst dein Schicksal nicht ändern, Kratos. Und ständig kriege ich aufs Maul. Wegen solchen Geschichten wie dem gerade eben. Gab es einen speziellen Grund, dass ich aus der Kombo da nicht rausgekommen bin? Weil genug Zeit müsste ich theoretisch gehabt haben. Ja, läuft. Leck mich doch. Ich bin gerade dabei, richtig übel aufs Maul zu kriegen, potenziell ist sie auch gleich zu sterben. Das finde ich gerade etwas sehr traurig. Gut, ich hätte auch noch mal einen Rage of the Titans. Das kann ja nicht sein, dass ich in jedem Kampf gegen irgendwelche 0815 Mooks den benutzen muss hier. Haltet einfach die Klappe. Ich hab andere Sachen im Kopf. So. Der Tempel der Mäuren, den wir ja letztendlich erreichen müssen, um eventuell die Chance zu erhalten, unser Schicksal zu ändern, das ist mehr oder weniger dieses große Ding da hinten am Horizont, wo auch diese schwarzen, dunklen, ominösen Nebelschwaden von ausgehen. Um dahin zu kommen, müssen wir als allererstes den vor uns liegenden Sumpf durchqueren. Und damit wir diesen Sumpf überhaupt betreten können, müssen wir dieses Kraftfeld deaktivieren, welches von den Augen der gewaltigen Statue hinter uns erzeugt werden. Das sind so die nächsten Schritte auf unserer Quest, die es jetzt zu erledigen gilt. Ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit und fasse die an dieser Stelle einfach mal spontan zusammen. Damit auch, ja, wirklich jeder weiß, warum wir hier sind. Schon echt sagen, die Truhen und die Vasen und das alles, das lohnt sich ja fast gar nicht. Irgendwas höre ich da. Hört ihr das auch? Ich kann es nur nicht so ganz zuordnen. Hier ist auf jeden Fall der Vorhof des Schicksals. Und da kommen wir nicht durch. Ich glaube, das macht sogar Schaden, wenn wir dagegen rennen. Und wir haben jetzt anscheinend erst mal ein paar Gegner zu kletten. Allen voran hier die Wildschweine. Während ich versuche, dem Zyklopen noch ein bisschen auszuweichen. Der blöde Sack, die Wildschweine nicht in meine Richtung schmeißt.
Oh Mann, da habe ich doch gerollt. Aber bin. So, ein Collectible in diesem Spiel hier. Sind tatsächlich. Was hat denn den jetzt her gehabt? Die Augen der Zyklopengegner. Die wir allerdings nur erhalten, wenn wir sie mit dem Quicktime-Event töten. Deswegen ich so ein bisschen vorsichtig bin, auf sie einzuschlagen. Na super. Das hat ja wunderbar funktioniert. Toll. Na, wenigstens prügeln war den richtig schön die rote Scheiße aus dem Leib hier. Jetzt habe ich gerade ein Problem. Aber nur ein kleines. Weil so schlimm. Nein, 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 nein. Scheiße, ey. Dieser blöde. Das nur, weil ich versucht habe, das dämliche Quicktime-Event auszulösen. Toll. Ich weiß auch nicht genau, was meine Reichweite für den Mist ist. Das Traurige ist, einmal so ein Zyklopenschütteln hier bringt gleich mehr rote Orbs als gefühlt die letzten 5 Truhen, die wir geöffnet haben. Das ist ein ganz klein bisschen traurig. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Gut, fast ein Drittel auf unserem Weg zu... den Orbs haben wir geschafft. Kann ich das kontern? Einmal versuche ich noch. Aber nein, kann ich nicht. Okay. In dem Fall laden wir unsere Lebensenergie wieder auf. Und stürzen uns in den Tod, natürlich. Warum hat er sich nicht an die Wand gedrückt, der Idiot? Und vor allem, wo war der Checkpoint? Ja. Wenigstens jetzt hier an dieser Stelle schon. Ich versuche mal hier hoch zu klettern. Denn ich werde das Gefühl nicht ganz los, dass ich mir erst irgendwas anderes holen muss, bevor ich da unten bei dem Feuerball weiterkomme. Einen neuen Schild oder irgendwie sowas in der Art. Die hintere Sammlung anleitern. Okay, dann gehen wir hier lang. Wenn wir gerade schon mal dabei sind. Dieses war der erste Streich. Und wie Sie sehen, haben wir hier ein Problem. Zumindest ein kleines. Wir müssen diese Statue da irgendwie hochkriegen.
das funktioniert auf folgende Art und Weise. Erstmal stellen wir die Statue da auf diesen Fahrstuhl. Dann fahren wir selber mit hoch hier. Ja, das sah eben so aus, ob man sich da hinstellen könnte. Na, fast. Sah das nicht so aus? Guck mal, da, natürlich kann man da lang. Das Spiel mobbt mich. Und der Weg ward frei. Aber natürlich ist das Ganze nicht ganz so einfach. Wir müssen ja... Also was ich damit meine, ist eigentlich... Wollte ich das so gar nicht sagen. Warum sehe ich das? Warum ist das richtig so komisch? Was ich eigentlich sagen will, ist... wir müssen ja auf jeden Fall nochmal wieder hierher zurückkommen. Denn... Irgendwann kommen wir ja hier noch weiter. Und zwar mit ziemlicher Sicherheit dann... Wenn wir das Artefakt, den Schild, den Zauber oder was auch immer gefunden haben, der es uns dann halt in irgendeiner Art und Weise ermöglicht, gegnerische Angriffe zu kontern und nicht einfach nur zu blocken oder ihnen auszuweichen. Tja. Und jetzt habe ich hier schon wieder einen Speicherpunkt stehen, 3 Minuten vor dem Ende der Folge. Hätte der nicht einfach ein paar Meter weiter in den Sumpf sein können? Das ist doch... Aber ich speichere an dieser Stelle trotzdem. Zur Not muss ich dann halt nur 2 bis 2,5 Minuten nochmal neu spielen. Wenn die Folge dann zu Ende ist. Vielleicht habe ich auch Glück, kann jetzt gucken, was hier ist und dann rennen wir nochmal zurück. Der Sumpf. Der Vergessene. In diesem Sumpf haben wir, glaube ich, sogar 2 Bosskämpfe. Und was wir hier auch haben, ist... jede Menge Sumpf. Ich wollte einfach mal gucken, ob man da drauf laufen kann. Aber nein, anscheinend kann man dies nicht. Wieder was gelernt. Das hatte ich gehofft, dass das geht. Okay. Tief im Turm verborgen leben die Mäuren. Sie entscheiden über die Schicksalsfäden. Erlange Kontrolle über deinen Faden, dann gelangst du zu dem Moment zurück, in dem Zeus dich verriet. Oh nein. Ich hab's wieder getan, Leute. Wieder kurz vor Folgenende in einen Bosskampf gerutscht. So ein Mist. Oh. Das war eigentlich so nicht beabsichtigt, habe ich das schon erwähnt. Die Wächter des Hades überwunden, bin den Flammen der Pein entronnen, um mein Schicksal zu verändern. Und für all meine Anstrengungen belohnen mich die Mäuren und schenken mir das Objekt meiner Rache, Kratos. Den Diener des Ares. Erinnerst du dich an jenen Tag, Spartaner? Niemals vergesse ich diesen Tag.
Diesmal, Geist Spartas, hol ich mir deinen Kopf! Ja, der Barbarenkönig, der mit Schuld an Kratos Misere ist, ist von den Toten wieder auferstanden. Müssen ihm jetzt erstmal richtig schön in den Arsch treten hier im nächsten Bosskampf dieser Reihe. Der ist, glaube ich, auch gar nicht so ungefährlich, zumindest in seinen späteren Phasen. Vor allem dann, wenn ich auch noch in den Sumpf springe. Muss ich jetzt das Pferd nochmal bekämpfen? Tatsache. Okay. Gut, wisst ihr was, Leute? Dann machen wir jetzt an dieser Stelle Schluss. Das war God of War 2 für heute. In der nächsten Folge treten wir dem dämlichen Barbarenkönig in seinen haarigen, fetten Arsch. Bis dann! Habe ich das gerade geschafft, da reinzufallen? Hä? Hallo? Okay. Naja. Bis dann!